Hi Leute und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Und ja, willkommen zu einem sehr beliebten Video immer. Und zwar meine 10 Lieblingsschleichpferde. Ja, und da ich das schon länger nicht mehr gemacht habe und sich da ja auch einiges geändert hat, da ich ja neue Pferde dazu bekommen habe, was ja irgendwie logisch ist, ja, dachte ich mir, ich mache das einfach mal wieder. Und ich würde gar nicht lange rumschwätzen. Und würde sagen, wir fangen direkt an. Los geht's! Platz 1 ist immer noch Blueberry. Und ja, das ist der Hannoveraner vom Waschplatz, aus dem alten Hannoveraner Modell. Und die, die mich schon ein bisschen länger kennen, auch über YouTube und so, wissen einfach, dass ich dieses Modell an sich einfach total liebe, vergöttere. Und er ist einfach total schön. Also die Farbe mag ich total gerne. Fragt mich nicht, was ich an ihm so besonders finde, aber ich finde ihn einfach total toll. Auch an Platz 2 hat sich nichts geändert. Und zwar ist das immer noch die Escada. Ihre Schattierung finde ich einfach der Hammer. Also, Leute, guckt sie euch an. Ja, sie ist aus dem Adventskalender 2015. Ja. Und ist aus der Andalusia-Stute. Ja, bei mir ist sie immer so eine Mischung aus Haflinger und Andalusia-Stute. Weil... ja, irgendwie sieht sie so aus wie so ein Mischmasch dazwischen. Und auch sie finde ich einfach total toll. Platz 3 sind diese beiden. Sorry, aber ich konnte mich einfach nicht entscheiden, wen ich jetzt von den beiden lieber mag. Und ja, das sind beides Haflinger. Das ist der Haflinger Hengst von 2017. Ja. Und ja, das ist die Stute. Die haben auch sehr, sehr viele und finden sehr, sehr viele toll. Ich finde es einfach mega süß mit diesen Zöpfchen hier. Und ja, das ist mein Platz 3. Platz 4 ist mein Tamano. Ja, der Andalusier-Hengst von 2017. Und ich weiß auch nicht so recht, was ich an ihm so toll finde. Aber ich mag einfach seine Pose total gerne, dass sie hier so ein paar Strähnen noch rausgemacht haben. Damit das nicht so langweilig aussieht. Und ja, ich finde ihn echt... mega süß und er eignet sich echt gut für FMAs. Also, wenn ihr mal wieder ein FMA mit ihm wollt, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare und bewertet dieses Video mit einem Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr freuen. So, jetzt geht's aber weiter. Mein Platz 5 ist mein Bonti. Ja, er ist ja schon etwas älter. Er ist von, wartet kurz, 2002. Ein Appaloosa, ja, wie man unschwer erkennen kann. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob sich das Schleich auch gedacht hatte, dass er ein Appaloosa sein soll. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber ich finde ihn wirklich total schön und ich habe ihn am Bridefest 2017, also dieses Jahr, gekauft. Er hat zwar schon einige Macken, aber ich finde ihn einfach immer noch total schnuffig. Und er steht bei mir auch in diesem Stall. Und ja, das ist Bonti. Dann Platz 6 ist mein Fantastico. Er ist der Lipizzaner von, ich glaube, 2004 oder so, ja. Ja, und auch ihn finde ich einfach total schön. Er hat bei mir leider schon voll viele Macken, weil ich ihn auch wirklich 2005 oder 2006 bekommen habe. Ich weiß nicht mehr genau, aber er ist einfach total schön, auch seine Pose. Und ja, wie gesagt, er ist halt bei mir schon ein bisschen so abgeratzt und so, wie man halt sieht. Aber ja, ich mag ihn trotzdem total gern. Ja. Platz 7 ist der Araber Pinto. Ja, ich weiß, einige mögen ihn aufgrund seiner Pose oder Stellung nicht so. Ich finde das jetzt auch nicht so ganz realistisch, aber ich finde ihn eigentlich echt ganz süß und zum Tränen und so. Und FMAs machen ist er auch eigentlich echt sehr filmogen, fotogen, was auch immer. Ja, genau. Und ja. Er heißt bei mir Hurricane und seine fliegende Mähne finde ich eigentlich ganz süß gemacht. Und ja. Das ist mein 7. Platz. Mein 8. Platz ist der Karmark-Hengst. Ja, oh Gott, von wo, wann ist der? Von 2011. Ja, den kann man ja nicht mehr kaufen, aber ich finde ihn einfach total... ah, der ist toll. Ja, eigentlich kommt der sogar manchmal eher vor Hurricane. Aber ja, bei ihm kann ich mich immer nicht so richtig entscheiden, auf welchen Platz ich ihn jetzt tun soll. Er steht bei mir auf dem Regal, weil ich ihn einfach irgendwie vergöttere. Keine Ahnung, fragt mich nicht warum, aber ich möchte nicht, dass er Macken bekommt. Und weiße Pferde bekommen eh so schnell Macken. Also ja, und er heißt bei mir Snow. Ich weiß, sehr kreativ. Aber naja, gut, ne?
Dann der 9. Platz, ja oder? Ja. Ist hier mein Sunrise. Ja, ich finde ihn eigentlich echt total schön. Und ich mag ja Palominos eh total gern. Oder Lichtfüchse, wie auch immer man sagen will. Ja, und seine Schattierungen finde ich eigentlich auch ganz gut. Wobei man eventuell ein bisschen mehr hell noch machen könnte. Aber sonst finde ich ihn echt ganz süß. Seine Fellstruktur haben sie ein bisschen vernachlässigt, wenn man das jetzt so hier im Nahen sieht. Aber naja, ne? Ich finde ihn trotzdem echt schön und er heißt bei mir, wie gesagt, Sunrise. Dann mein 10. Platz ist Fritzchen! Yay! Ja, den dürften ja eigentlich alle kennen, denke ich mal, aus dem Fritzchen-FMAs. Ja, und er ist von 1998, glaube ich, oder 95 sogar. Ja, und er ist, soweit ich weiß, ein Shetland-Pony. Also zumindest sieht er so aus. Auch von der vom Bauchumfang. ja, und er ist echt einfach nur total schnuffig. Und ich habe mich echt gefreut, als meine Freundin mir den damals mit von eBay gekauft hat. Sie hat sich auch einen gekauft und ja, danke nochmal. So, das war's dann auch. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich hoffe, es war auch ein bisschen interessant und das Video ist jetzt doch etwas länger geworden, als ich dachte. Aber gut, ja, ne? Ist ja eigentlich immer so bei mir. Ja, wenn eure Lieblingspferde jetzt nicht dabei waren, tut mir leid, aber das ist nun mal meine Meinung und ich sag's nun mal nochmal dazu, weil ja, ne? Ansonsten würde ich dann noch sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, und abonnieren nicht vergessen. Hab euch ganz doll lieb. Tschüssi!